So, weiter geht es mit einer neuen zerstörerischen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video unterstützt haben. Ja, so sieht's aus. Es gibt Menschen, die unterstützen dieses ganze Projekt hier. Und wir machen jetzt weiter. Bevor wir aber durchstarten, gehen wir erstmal hier hin. Kann ich noch irgendwas tricksen? Moment. Habe ich noch ein bisschen irgendwas hier an Boost? Können wir boosten oder müssen wir heute ohne Boost durch den Tag kommen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben den Boost hier, aber keinen Erfahrungspunkte-Boost mehr. Shit! Und ich hätte so gerne einen. Aber ich habe noch Kisten. Wir können mal reingucken, ob in den Kisten irgendwas drin ist. Also, Kisten. Hier könnte durchaus einer drin sein. Wollen wir mal reingucken? Na gut, gucken wir mal rein. Flop! Was ist da drin? Erfahrungspunkte Boost. Ist immer gut. Kann man halt toll leveln, ne? Und wir bekommen einen Boost. Sexy. Und einen neuen Ring. Ebenfalls sehr, sehr sexy. Ja, die andere Kiste, die machen wir nicht auf. Denn die Kiste, wenn man die kauft oder wenn man die irgendwie sich freispielt, dann hat die erstmal Level X. Das bedeutet, solange man die Kiste nicht öffnet... Also wenn man die jetzt mit 30 nicht öffnet, dann kann man sie mit 45 öffnen und dann sind wirklich Gegenstände für Level 45 drin. Das will ich damit sagen. Deswegen sollte man am besten warten mit den Kisten, wenn man es nicht unbedingt braucht. So, dann gehen wir mal ins Inventory und schauen mal, was hier so alles Neues, Tolles drin ist. Ja, nur jede Menge Schrott, braucht niemand. Da hätte ich aber meinen Bonus nicht, oder? Was habe ich hier unten denn für einen Bonus? Gar keinen. 43. Ich habe keinen Bonus, also können wir tauschen. 43er Bogen. Aber hier habe ich einen Bonus. Stellt 100 Gesundheit wieder her, wenn du einen fliehenden Feind tötest. Der Bonus ist eigentlich für einen Arsch, oder? Kommt drauf an. Ja, was habe ich hier Tolles? Schwer zu sagen. Vielleicht behalte ich doch lieber meinen Bonus. Dann hier drüben haben wir eine Rüstung. Eine Rüstung. Hey, ich habe gute Sachen. Ich habe richtig gute Sachen. Aber ich habe eben gerade hier so ein komplett cooles Set an. Was unglaublich verlockend ist. Will ich mit meinem Set fahren oder will ich was Neues haben? Das ist halt die Frage. Der Ring hat einen besseren Bonus, finde ich. Im Moment habe ich ganz gute Sachen hier am Start. Hier können wir immer die ganzen Sets sehen. Ja, zum Beispiel das hier. Das sind alles drin. 5 von 6 oder hier unten auch 5 von 6. Na gut, ich bleibe jetzt aber hier mal bei meinem Set. Okay, wir bleiben erstmal hier bei meinem. Ich frage mich, warum ich so viele Skillpunkte bekomme. Verliert man denn einen Skillpunkt, wenn man sich für was Neues umentscheidet? Ist dann der Punkt verloren? Denn in der Arena kann man sich ja immer wieder neue Skillpunkte verdienen. Also wie es scheint, muss man ja dann irgendwo einen Verschleiß haben. Sonst würde es ja gar keinen Sinn ergeben. Weil ich habe noch nie irgendwas umgelevelt. Das müsste ich mal testen. Weil ich bekomme immer so viele Skillpunkte dazu... Aber kann gar nichts mehr lernen. Wir haben schon alles gelernt. Wir haben für alles schon ein extra Skill und wir können alles, was man eben können kann. Deswegen bin ich ja immer noch so ein bisschen verwundert. Sag mal, wie komme ich denn eigentlich hier in die Bude rein? Jungs, habt ihr eine Idee? Nein, ihr habt keine Idee? Schade. Weil ich wollte mir die Erinnerung da drüben noch holen. So, pass mal auf. Bumm, bist du tot. Jetzt das Vieh da hinten. Zack, ist es tot. Habt ihr jetzt Respekt? Nein? Schade. Solltet ihr nämlich haben. Ich bin brandgefährlich. Ich habe keine Ahnung, wo der Höhleneingang ist. Hier drüben? Nee, hier ist auch keine. Aber Munition. Weil die Erinnerung, die ist ja irgendwo da in der Höhle drin. Da waren wir ja schon letztes Mal dran und ich war letztes Mal schon verwirrt.
Wo es in die Bude reingeht. Jo, da ist es. Irgendwo da drüben geht's rein. Der Abhäuter. Als ob, Junge. Als ob. Ich will Bruce. Ich will Bruce, aber heute müssen wir einen Balrog erledigen. Heute wartet auf uns ein kleiner, niedlicher Kuschel-Balrog. Ey, jedes Mal bleibe ich hier an der Kante hängen. Jedes Mal diese Kante hier. Was ist das hier für eine Superkante? Die Kante der Uruks. Warte mal, geht's hier rein? Nein, hier geht's auch nicht rein. Natürlich, du dämlicher Narr. Sie sind dafür geschaffen. Warum sollte ihnen etwas... Stich! Und Stich! Ach ja, die Lagerfeuergeschichten des Todes, ha? Huh? Wir alle kennen sie. Was hier drüben los? Ah, der Ghouljäger. Ja, wir können ja mal hingehen. Das geht ziemlich schnell. Das nehme ich mal ganz schnell mit. Meine lieben Kinder. Kümmern wir uns ganz kurz darum. Moment, irgendwo hier ist auch noch ein Artefakt. Aber wo? Ich stehe direkt drauf. Ach, wahrscheinlich auch irgendwo da unten in dieser Höhle drin. Irgendwo in dieser verdammten Höhle, wo alles drin ist. Ich will dich befreien, Kumpel. So. Viel Spaß. Du da. Auch. Na hopp. Fröhliches Metzeln, Jungs. Fröhliches Metzeln. Und hier drüben bin ich richtig, oder? Meilenweit daneben gesprungen. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Nein, die töten wir jetzt nicht, denn wir wollen ja hier drüben hin. Die Ghouljagd. Also, mein Mann will jagen gehen. Ich persönlich bekomme keine Erfahrungspunkte mehr, weil die Mission wahrscheinlich zu leicht für uns ist. Aber er könnte noch ein Level bekommen. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mal gucken. Licht geht aus. Ghule gehen zu Boden. Junge, das wird easy, oder? Also wenn du das nicht hinbekommst. Alles klar, ich geh mal runter und helfe dir ein bisschen. Was ist hier los? Moment, und Badabamsen. Direkt hier eine Ladung gekillt. Hey, 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 ich bin auf deiner Seite. Fahr mal einen Gang runter hier mit deinem Blutrausch. Alter, der Ghoul steckt aber gut was weg, ne? Das ist der Chef. Boah, voll in den Hintern geballert. So, hier für dich. Und dann mache ich die Rolle. Wow! 4 Level bekommt er dafür. Für so eine leichte Sache. Respectomento, mein Freund. Glückwunsch. Absolut Glückwunsch. Und ich bekomme keine Erfahrungspunkte. Schwach irgendwie, oder? Nicht mal irgendwie 100... So eine Teilnehmerurkunde. So ein Brief, wo drauf steht, er war dabei. Auch hier Ghouljagd. Na gut, ich helfe dir auch ganz schnell. Ich habe schon Leute bei der Ghouljagd verloren. Wirklich. Mir ist das schon passiert. Ich habe schon gedacht, ja, eine Ghouljagd, der Typ ist Level 40, der steckt das weg. Bumm, war er tot. Und ich dachte mir nur so, what? Alter, du bist Level 40, Dude. Ghule haben dich getötet. Klar, Experten würden jetzt sagen, er hat sich verdient, in deiner Armee zu sein. Stimmt schon irgendwie. Es war trotzdem sehr, sehr, sehr tragisch. Wir haben geweint. Wir haben alle geweint. Der Tiefenseher, war der nicht ganz gut? Hat er mir nicht irgendwie den Arsch oder so gerettet? Wer hat Lust, einen Ghoul aufzuspießen, hä? Wir machen nur schnell das Licht aus. Lust. Ich hab Lust. Lass uns spielen mit den Ghulen. Diesmal gehe ich direkt runter. Sorry. Oh, da kommen viele. Achtung, da ist schon die Mama. Da ist schon die Ghul-Mama. Irgendwie greife ich immer meine eigenen Leute an, ne? Hey! Lasst mal Roy in Ruhe!
Hat euch nichts getan, ja? Hier, Roy. Alles easy. Alles easy jeezy. Alter, vier Level bekommt ihr, aber ich bekomme nur 75 Cash? Was ist das? 75? Okay, was lief hier? Jagdgule war erfolgreich. Gut, geht doch. Level 27, na also. Na also, wer hat hier Clinch? Du mit ihm? Ah, das schaffst du ja locker. Komm schon. Also wenn du das nicht hinbekommst, dann... Weiß ich auch nicht. So, wir wollen aber heute den Balrog. Der Balrog wird Mittelerde verschlingen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Keine leichte Aufgabe. Doch mit Karnen können wir es schaffen. Mit Karnen kein Ding. Was haben wir hier? Gefrorene Flamme. 60.000 Erfahrungspunkte. Beinahe. Das ist echt nicht schlecht. Dank dem dicken Bonus. Sollte nicht schwer sein. Targoroth beschmutzt Himmel und Erde. Pflügt einen flammenden Pfad. Eile, eile, eile. Eile, eile, eile. Er wütet durch das Land. Asche auf seinem Pfad. Targoroth wird nicht schwer zu finden sein. Ja, wie gesagt, hier brennt ja auch alles. Es brennt. Alles brennt. Guck mal, hier drüben, der Schnee, der brennt. Oh, der Gletscher, der brennt. Was ist Maximallevel? 60? Oder? Oder 65? Ich weiß es gar nicht. Wir sind ja schon beinahe Level 50. Lange dauert's nicht mehr. Oi, wir brennen. Uruks! Aus dem Weg, ihr jämmerlichen Schergen! Geflohen ist Targoroth. Entflieht Mordor und brennt eure Lande nieder. Für Kraut redet die Alte aber ganz schön viel, oder? Mordor gehört mir. Naja, hier gibt es nicht wirklich viele Bäume. Ah doch, hier drüben. Punkt für dich. Lass den Karagor doch mal in Ruhe. Welcher Karagor? Ich... Naja. Es ist kein richtiger Karagor. What? Moment. Ach, die Spur geht da hinten weiter. Das ist ein Wurzelkaragor. Geht mir auf die Nerven, deswegen müsst ihr sterben. So. Du da! Verdient. Zerfetz ihn. Konsumiere dieses Ding. Komm, iss ihn. Wir wollen gefressen werden, glaub mir. Ich weiß das. Uruks sind das perfekte Futter. Er ist wirklich in diese Eishöhle? Anscheinend. Spuren. Nein, er ist umgekehrt. Lauert und lässt Flammen niederregnen. Wohin gehen wir? Zum Eis! Wir gehen zum Eis! Ach du Scheiße! Okay. Gletscher, Gletscher, Gletscher. Alles klar. Wir verlangsamen ihn, aber wir töten ihn nicht. Das mag er gar nicht, hä? Das mag er gar nicht. Fliehen, wir fliehen. Okay, er geht hier drüben lang. Clever, clever, clever. Komm schon. Schneller! Ich will ja nicht verbrutzelt werden. Wow!
Alter, wie soll ich den besiegen? Was hat er gesagt? Spielt es eine Rolle? Durchaus. Ach du Scheiße. Dieser Ballrock entstammt einer anderen Welt. Jetzt liegt es an uns, Talion. Ich muss ihn hinten am Rücken treffen. Wie soll ich das machen? Es funktioniert nicht. Wir bringen Licht ins Dunkel. Ein Ende dem Feuer. Endgeil, oder? Endgeile Scheiße. Oh, fuck it. Okay, ich muss ihn irgendwie treffen. Irgendwie wird er gar nicht geslowt. Ich versuch's. Wie? Ich sehe hier das Ding, aber irgendwie... Halten. Okay, das funktioniert schon. Komm schon. Boom. Und wieder weg. Wieder weg, wieder weg, wieder weg, weg, weg. Oh, der ist ganz schön angepisst. Alter, ja, der ist ganz schön angepisst. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken. Und wieder hier so ein Ding. Also hier steht zwar halten, aber ich kann's noch nicht. Ich mache ihm keinen Schaden. Vorsicht, 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 Vorsicht. Schlag zu wie Donner, falle wie Regen, lösche seine Flamme. Okay, hier steht wieder halten, ich gehe ran. Jetzt, jetzt, oder? Jetzt, jetzt geht's. Das gefällt ihm gar nicht. Das gefällt ihm absolut gar nicht. Okay, wir müssen ihn unbedingt löschen. Wow. Du Scheißvieh. Alter. Jetzt, wir müssen angreifen. Okay, jetzt geht's. Und wieder rein mit ihm. Okay, wir müssen ihn immer wieder ein bisschen schwächen mit dem Frostatem und dann rein dappen. Schwächen und dappen. Dappen und schwächen. Wow. Vorsicht. Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken. Bin dran. Bam. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, shit, son. Komm schon, gib ihm hier noch ein bisschen. Wow, 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 wow. Wow. Autsch. Okay, der war knapp. Komm schon. Alter, der Fight ist so geil, oder? Er ist wütend. Er ist richtig, richtig wütend.
schon mal hier gut gegeben. Komm schon, er hat fast gar nichts mehr. Ah, er macht noch eine Runde. Okay, okay. Alter, endgeil. Endgeil, Leute. Mit einer der besten Missionen und natürlich direkt hier dick und fett Level Up. Nice. Boah, wie cool. Ob der hier wieder rauskommt? Komm, wir graben ihn aus. Cool. Echt cool, oder? Hat was. Gut, wir haben den Balrog erstmal lahmgelegt. Tot ist er nicht. Das bezweifle ich, aber erstmal ungefährlich. So, hier in der Region. Was erwartet uns hier noch? Eine kleine Schlägerei unter Freunden. Da können wir mal ganz schnell noch hingehen. Und dann irgendwie muss ich irgendwann noch hier rein. Ist das hier ein Eingang hier drüben? Dass man hier irgendwie so reinkommt? Ich gehe jetzt erstmal zu dieser kleinen Schlägerei. Ditsch da mal rein. Schau da mal, was da los ist. Und dann will ich noch die Erinnerung. Und dann müssen wir weiterreisen. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Der Wächter. Kumpel, dich kenne ich noch gar nicht. Bist neu hier in der Gegend, ha? Na? Alles easy? Du stirbst heute. Das solltest du wissen. Hast du Bock, in meiner Gang zu sein? Au! Uncool, Alter. Uncool. Ja, klar. Immun gegen Beschuss. Darauf stehen wir. Alter, der steckt aber gut was weg. Doch jetzt kommen böse Flüche. Ah, bist du feuerfest? Ach nein, es ist wieder hier der ganze Fortschritt von meinem Kombozähler weg. Achtung! Achtung! Oh, er brennt, er brennt, er brennt. Sehr gut. Ah, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Puh. So. Du wirst gehorchen. So sieht's aus. Ja. Ich bin auserwählt. Du bist auserwählt. Habe ich irgendeine Verwendung für dich? Eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, verzieh dich. Wird erledigt. Verzieh dich, Bubi Boy. Irgendjemand lallt da hinten schon wieder seine Lieder, ne? Ich sing meine Krocklieder. La la la. La 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 la. Schrack, der Waldläufer. Igitt, was machen die denn hier?
ihr kranken Geister. So ein Schrack. Boing. Danke. Und wir kümmern uns noch ganz schön um die Angelegenheit hier drüben. Gib mir. Mal sehen, wer hier gewinnt. Mein Mann, oder? Ich meine, der ist ein Biest. Die Straße ist unser. Kommt einer her, ist er tot. Steinbogen ist stark. Wird nicht umfallen. Verteidiger, sie fallen um. Zugegeben, er ist nicht der Held, aber trotzdem mein Buddy. Und jetzt hol ihn dir! Buddy. Wo ist er denn? Festgefroren. Hilfe! Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich jemanden rufen. Ah. Bin bereit. Hier drüben gibt's Arbeit zu tun. Kümmer dich. Kümmer dich um die Scheiße da drüben. Der ist ja immer noch eingefroren. Der ist ja ewig eingefroren. Also mein Mann kommt irgendwie auch nicht so in die Gänge, ne? Du sollst nicht zuschauen, du sollst töten. Hopp. Ich lebe doch. Schon lange her, was? Tja, du bist in der Unterzahl. Denn ich bin jetzt doppelt so stark wie früher. Ich hab dich mal getötet? Wann? Wann war das? So, jetzt kann ihn jemand bitte erschießen. Ah, jetzt, mein Mann dreht durch, endlich. Da drüben mein Koloss brennt. Na also, geht doch. Der Große hat jetzt ein Level up bekommen, schick. Und der andere bekommt auch noch ein Level up, oder? Nur ein Level, naja, er war Level 20. Kann man verstehen. So, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, fürs Zusehen. Nicht vergessen zu bewerten, ist ganz, ganz wichtig. So könnt ihr mich, den Kanal und dieses Projekt am allerbesten unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht die Reise weiter in ein neues Gebiet. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Bewerten und tschüss.